Franz Sebastian und ich zeige euch heute ein bisschen was über das Cello. Das Cello hat vier Seiten. Die A-Seite, die D-Seite, die G-Seite und die C-Seite. Mit dem Cello kann man zupfen. Bisher kann man das Cello auch wie ein Schlagzeug verwenden. Die richtigen Töne am Cello gelingen dann, wenn man die Finger an der richtigen Stelle am Griffbrett aufsetzt. Streichen tut man mit dem Bogen. Der Bogen hat Haare, die aus Perlenhaaren bestehen. Und mit dieser Schraube kann man den Bogen anspannen oder abspannen. Hallo, ich heiße Samuel Lindenführer. Ich spiele seit 2 Jahren Cello. Ich bin aufs Cello gekommen, indem ich in der 1. Klasse Volksschule Retz auch in ein Konzert gegangen bin mit meiner Klasse. Da habe ich dann das Cello gehört, habe mir gedacht, ich will das spielen. Und ich habe immer gesagt, kommt noch was zum Cello. Aber und jetzt spiele ich Cello. Hallo, ich bin Felix und ich habe vor 4 Jahren angefangen, Cello zu spielen. Dafür benötigte ich ein kleines Cello. Das ist mein erstes Cello gewesen. Anders als bei der Gitarre findet man die Töne nicht durch das Fühlen der Bünde, sondern alleine durch das eigene Gehör. Auf dem Cello kann man schöne Stücke spielen, aber auch lustige Klangeffekte.